euch ja auch noch zeigen, wie ich meine Bilder bearbeite, also wie ich das zum Beispiel bearbeitet habe. So hat es vorher ausgesehen und so sieht es danach aus. Und ich filme gerade zum ersten Mal mit meiner neuen Kamera. Ich sehe noch mega verschlafen aus. Aber ich freue mich, euch heute mitnehmen zu können mit meiner neuen Kamera. Und ja, werde jetzt erstmal aufstehen und wach werden. Ich wurde abgedreht und warte geschaut. Was? Die Diamika liegt immer verdreht. Der Oberschlager. Ja, wann fasst du dann das? Was auf dem Pinsel drauf. Also mit der Vaseline. Vaseline. Die Augenbrauen ein bisschen. So, ihr Lieben, ein Tipp von mir, was ich mache, weil ich habe keine Wimpern-Extensions mehr. Ich tusche mir die Wimpern. Ich habe jetzt noch leider nicht meine ganzen Wimpern, weil teils noch meine Wimpern-Extensions oben sind, die irgendwie noch verklebt sind. Weil ich konnte mir sie ja wegen Corona nicht runternehmen lassen. Normalerweise sollte man sich die auch runternehmen lassen, aber ich warte jetzt einfach, bis alle ausgefallen sind. Das, was ich sonst immer gemacht habe, damit die Wimpern irgendwie schöner aussehen, wenn ich Wimperntusche oben habe, einfach so andrücken, bisschen halten, wenn die Wimperntusche noch feucht ist. Und dann halt kurz warten. Und dann sieht das ungefähr so aus. So, das ist jetzt auch mein fertiges Make-up für heute. Ja. So, ihr Lieben, jetzt kann ich mich auch endlich mal melden. Ich habe heute nämlich schon ein bisschen gelernt hier auf meinem iPad und werde vermutlich auch dazu noch ein genaues Video machen. Ich habe auf Instagram gefragt, ob ich dazu ein genaues Video machen soll, wie ich lerne und wie ich das Ganze organisiere. Aber das, was ich auf Instagram auch momentan mache, ist halt, dass ich ankündige, wenn ich lerne, und ich mache so ein gemeinsames Lernen mehr oder weniger. Ich zeige euch mal das. Zum Beispiel gestern Abend habe ich das hier gepostet. Also ich mache meistens immer so 45 oder 30 Minuten Lernsessions, 15 Minuten Pause und dann halt noch eine Lernsession. Und das habe ich heute auch schon gemacht. Ich habe auch gestern gezeigt, wie ich halt so meinen Tag plane. Heute habe ich halt eben auch schon wieder eine Lernsession gemacht. Und jetzt werde ich mir vermutlich noch was zum Essen machen. Und ich bin auch gerade am Planen mit meiner Freundin, wie wir uns anziehen, weil heute ist es endlich mal... Also es ist Schnee draußen, wir wollen halt schöne Schneefotos machen und bei uns ist es einfach so selten, dass es draußen schneit. Deswegen sind wir gerade im Überlegen, wie wir uns anziehen, weil wir würden uns halt kurz ausziehen für das Foto halt, was man nicht alles macht, um ein schönes Foto zu bekommen. Und jetzt sind wir am Überlegen, wie wir uns am besten anziehen und genau, planen das gerade. So, ich mache mir jetzt mal einen Smoothie und ich zeige euch, wie ich den mache. Packe ich wirklich immer ganz viel rein, dass er super nährstoffreich wird. Ich habe hier meine Bananen, die friere ich immer so ein. Dann verwende ich Blaubeeren und Brokkoli. Und ja, Leute, Brokkoli schmeckt man wirklich nicht. Dann Himbeeren. Dann vom Process auch ganz wenig Ingwerpulver. Das ist super, super gut, regt den Stoffwechsel an. Und dann hier dieses super Detox-Pulver. Das ist auch die zweite Packung, die ich von ihm habe. Das sind halt ganz viele Sachen drin, wie zum Beispiel Leinsamen, Weizengras,
Hempseeds, mir fällt gerade nicht das deutsche, Hanfsamen und Spirulina drin. Und das macht das Ganze halt nochmal super nährstoffreich. Dann mein Lieblingsproteinpulver, das ist das Cookies and Cream, das ist das Soja, vertrage ich verdaulich besser, also ist besser für meinen Bauch. Und die Kombi aus den zwei, also das sind wirklich meine absoluten Favoriten, ist dieses Whey Chocolate Chip. Ich sag's euch, das ist so, so lecker. Aber was ich auch noch dazu sagen möchte, ich verwende zwar Proteinpulver und das Ganze, ich verwende auch immer super, super wenig, also 7 Gramm von dem einen und 7 Gramm von dem anderen. Und die ganzen Pulver sind nicht notwendig, ihr könnt sie natürlich gerne verwenden. Ich sag's euch, die Kombi aus den zwei Pulvern ist super, super lecker und ich will nicht haben, dass es wie Product Placement oder so aussieht. Ich liebe Process halt einfach. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit eurem Proteinpulver machen oder mit Haferflocken oder Kakaopulver. Und statt Ingwerpulver oder dieser Detox-Mix vom Process, also statt dem hier, könnt ihr auch einfach Leinsamen oder andere Nüsse reingeben oder auch einfach ein bisschen Ingwer reinmalen. Ist halt praktisch, wenn man solche Pulver zu Hause hat, aber es ist wie gesagt kein Muss. Und genau, jetzt mixe ich das mal zusammen. Ich versuche gerade die Mason Jars, die wir hier auch noch bei meinen Eltern haben, runterzuholen, damit ich meinen Smoothie auch in meinen großen Mason Jars, die ich zu Hause auch habe von Coro, trinken kann. Schaffst du es? Ja! Das ist, glaube ich, fast zu groß. Fast zu klein. Eine Mittelgröße gibt es nicht, oder? Auch nicht, nein. Na gut, dann mache ich einfach. Und wie sind die mit den Strohhalmen? Zeig die mal her. Das ist perfekt, das ist perfekt. Was nicht jetzt die anderen Folgen? Das ist perfekt. Kannst du das? Das nehme ich? Ja. Wir haben ein Glas gefunden für mich. Jetzt werde ich mal einen Smoothie machen. Ich werde nochmal so eine Soße machen. Machst du heute wieder das mit dem Fleisch? Ja. Mach Moritz Essen mit Moritz Soße, mit Nadine das Soße und Nadine Salat. Das war ein Essen. Meine Mama sagt dauernd die ganze Zeit, es ist Moritz Essen, obwohl das Essen von uns beiden war, also von meinem Freund. Und bei Moritz nur Fleisch dabei war. Und weil ich hatte genau dasselbe, nur ohne Fleisch, heißt es dauernd Moritz Essen, weil meine Eltern Fleisch essen. Aber dazu haben wir eine urgeile Soße gemacht. Das ist eine Sesam, Erdnussbutter, also eine Tahini, Erdnussbutter, Butter, Joghurtsoße. Die ist so gut geworden, die wird. Ups. Ich habe gerade zum ersten Mal dieses Ingwerpulver aufgemacht. Das ist halt, sieht halt wirklich so gelb wie Ingwer aus. Das ist so gelblich. Das riecht so geil nach Ingwer. Also das kann ich mir auch mega gut so im Wasser einfach vorstellen. In der Früh so zum Trinken. Mega lecker, riecht echt gut. Ich habe hier so einen Mini-Löffel. Mit dem werde ich jetzt so ein bisschen was reingeben. Und Leute, ich liebe es einfach. Okay, ich weiß nicht, wie viel zu viel ist. Ich gebe jetzt mal ganz wenig rein. Ich liebe es halt einfach, so einen Smoothie zu machen, wo ich weiß, der deckt mich in allem ab. Also der hat wirklich alles. Gesunde Fette, Proteinquelle, Kohlenhydratquelle, ganz viele Vitamine und Nährstoffe. Und ich liebe es halt einfach, so einen Smoothie zu bereiten. Super! Gleich ist daneben. Kommt auch noch. Wenn eins ausbleibt, es ist so, wovon ich ganz sicher bin. Ja. Und ich habe noch einen. Okay, weil ich brauche Brokkoli fürs Abendessen und für meinen nächsten Smoothie heute noch. Also mache ich den Smoothie jetzt ohne Schuss rum. Am Abend kommt dann der Schuss dazu. Ich glaube langsam, muss man es. Das schmeckt urlecker. Der Schuss rum, eine Prise Salz und Kakaopulver. Schmeckt wie ein Smoothie, ein Rumkugelsmoothie. Tja, so, das ist jetzt mein wunderschöner Smoothie. Der Strohhalm ist auch von Coro, den habe ich auch meinen Eltern gegeben. Ich finde, das Smoothie sieht eigentlich richtig schön aus und es schmeckt auch wirklich voll, voll lecker und ist voller Nährstoffe. Und den gönne ich mir. Während ich jetzt hier meinen Smoothie trinke, poste ich was in meiner Story. Man sieht es nicht. Hier ist die Amika übrigens. Und werde mich dann beeilen, weil wir dann Fotos machen gehen, eben meinem Planer drüber gehen. Also ich zeige euch das vielleicht mal. Da plane ich halt immer meinen Tag und heute bin ich aufgestanden, war spazieren, habe BWL gelernt. Eben jetzt drehe ich das Video, habe auch schon GINF gelernt. Das muss ich noch machen. Die Hausaufgaben, die mache ich dann später. Und jetzt mache ich halt jetzt was mit einer Freundin, dann später mache ich halt das noch und am Abend werde ich Video schneiden, aber ich plane halt total gerne. Das ist Good Notes, mit dem ich hier plane. Und hier habe ich auch meine ganzen Skripte, wo ich vorher schon gelernt habe. Und kann halt alles mit dem Apple Pencil unterstreichen, was halt mega angenehm ist.
bin jetzt auch zu Hause wieder. Es ist jetzt mittlerweile schon 18 Uhr circa und ich bin hier noch voll im eingepackt, weil es so kalt ist. Ich werde euch dann gleich auch die Fotos zeigen, die wir gemacht haben, als ich und meine Freundin. Ich war dann jetzt auch noch bei meiner Oma mit meinen Eltern. Wir haben halt noch Fotos gemacht, als draußen urhell war, wo Sonnenuntergang war. Wie ihr seht, ich habe mich hier voll eingepackt. Wirklich. Also die Leggings bei Process sind halt einfach wirklich ultra. Und auch wieder, hier sieht man es, mein liebstes Whey habe ich jetzt nämlich auch im Pancake-Geschmack. Chocolate Chip habe ich euch ja vorher auch schon gezeigt. Rehfarmen habe ich mir auch wieder bestellt. Dann habe ich mir auch so eine kleine Probe, die ist perfekt für unterwegs. So Vegetable Protein für mit Spekulatius-Geschmack. Und das ist halt einfach echt die beste Erdnussbutter. Das war übrigens mein heutiges Outfit auch. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Also dieses Top hier. Die Haube ist übrigens auch von Process. Es soll nicht so viel Werbung sein, aber ich habe halt leider echt viele Sachen von Process. Das Haul werde ich jetzt hier abfilmen und dann zeige ich euch, wie ich meine Fotos bearbeite. Und dann werde ich abends nochmal eine Lernsession mit euch auf Instagram machen und einen Livestream vielleicht machen, wenn ich dehne, weil momentan dehne ich auch total gern abends. Und da habe ich auch gestern einen Livestream gemacht und ja, ich melde mich dann später nochmal bei euch. Ich habe vorher auch mit meinen Eltern schon Abend gegessen, es ist ja mittlerweile 10. Da haben wir gekocht. Ich kann euch dann einen Clip einblenden. So, nochmal. Super! Gleich ist daneben. Wir wollen eins ausgeblendet. Essen. Rappen Sie, das kann man essen. Oh mein Gott, Leute. Ich muss euch diese Käsedinger zeigen. Ich habe das Haul gerade abgedreht und die gekostet. Und ich muss euch mal zeigen, wie crunchy diese Käsedinger sind. Das ist halt wirklich purer Käse, der so halt hart ist, ich kann es nicht beschreiben, so wenn man den in die Mikrowelle gibt und dann trocknen lässt. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber das ist so gut, ihr müsst euch das mal anschauen. Das ist halt wirklich so getrockneter, purer Käse. So lecker. Die sind so lecker, wirklich. Ich wollte euch ja auch noch zeigen, wie ich meine Bilder bearbeite, also wie ich das zum Beispiel bearbeitet habe. So hat es vorher ausgesehen und so sieht es danach aus. Und das, was ich mache, ich verwende halt einfach die Lightroom-App. Und wie ihr hier seht, ich gebe die Belichtung rauf, den Kontrast zurück, die Lichter ein bisschen runter, weil sonst wird es zu hell. Und damit man mehr Hintergrund sieht, gebe ich die Lichter auch ein bisschen runter. Die Tiefe ein bisschen rauf, damit das Bild einfach heller wird, wie ihr hier sehen könnt. Bisschen schwarz hinunter. Und das, was ich eigentlich auch immer mache, ist, dass ich die Gelbtöne, wie ihr hier seht, ganz nach links gebe. Damit ich ein bisschen brauner bin, auch hier bei Luminanz, bei dem Orange schon ein bisschen runter. Und das Blau gebe ich immer ganz rauf und die rosa Töne gebe ich eigentlich auch ziemlich rauf, bis auf den letzten, weil mein Pulli wäre sonst zu hell geworden. Und genau, so bearbeite ich auch schon meine Fotos. Und wie ihr seht, war es das eigentlich. Also ich mache sie einfach nur von der Bildqualität besser. Genau, alles mit der Lightroom-App. So Leute, es ist mittlerweile richtig spät. Wir haben es 10 Uhr fast. Ich habe mega lange jetzt noch Video geschnitten und auch für mein Mediendesign-Projekt für die Uni gearbeitet. Also eine Stunde habe ich jetzt sicher noch für mein Mediendesign-Projekt gearbeitet. Da muss ich so ein Magazin gestalten. Und falls ihr da mehr darüber wissen wollt, also falls ich euch da mal mitnehmen soll, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich habe währenddessen auch... Ich habe jetzt vom Process diese Käsebällchen probiert und die sind so lecker. Die sind nämlich neu und das sind halt wirklich so kleine Bällchen. Die sind so wie die Kruste von diesen Käsestangen. Ich mal an, wie crunchy die sind. So gut. Die ganze Packung hat 121 Kalorien. Mega lecker. Das, was ich jetzt noch machen werde, ich werde live auf Instagram gehen. Und dann war es das eigentlich für heute. Also ich werde mich jetzt dehnen. Ich habe auch die Hose von Process an, die neue. Finde ich voll schön. Die aus. Ich habe hier hinten eben auch noch das Video abgefilmt für Process. Und werde jetzt live auf Instagram gehen. Und das war es dann auch für den heutigen Tag eigentlich. Also so sieht sie aus. Wirklich, wirklich mega, mega schön.
Also ich werde jetzt live gehen. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, dann seht ihr mehrere Lives von mir. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag oder Nacht und bis zum nächsten Video. Tschüss!